hat dich vor dem Spiel nach der ersten 5 gefragt, hab dann noch einmal auf meine Hand geschaut, die Zahlen, und gedacht, jetzt wird er mich auf den Arm nehmen. Ist es aber genau das, dass diese Mannschaft zu viele Möglichkeiten einfach hat, heute mit Hassan anzufangen, Steve reinzutun, okay, weil der Maul nicht da war, aber trotz alledem, dass diese Mannschaft einfach extrem viele Möglichkeiten bietet für die Zukunft noch? Also vor der Saison bin ich davon ausgegangen, dass wir 10 potenzielle Starter haben, jetzt haben wir 11. Und genauso werde ich das auch handhaben. Also ich glaube, dass es der Mannschaft auch ganz gut tut, immer so ein bisschen in einer ruhigen Unruhe zu schwelgen und nicht genau zu wissen, was Sache ist und sich seinen Spot zu arbeiten. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist immer ein taktischer, dass wir immer ein wenig schauen, dass wir eine Balance im Team haben, dass wir genügend Routine drauf haben, genügend kreative Spieler, genügend physische, athletische Spieler. Der Mann war raus, dadurch mussten wir am Rebound zufassen. Ich denke, dass unser bester Rebound auf der 5 Hassan ist und das erklärt sich dann alles irgendwie von selbst. Das heißt, ja, das wird immer eine Überlegung dahinter sein. Es wird nicht immer hundertprozentig aufgehen, aber ich werde mir zumindest irgendwas dabei denken jedes Mal. Kurzer Ausblick, jetzt steht eine doch etwas längere Reise bevor. Am Sonntag geht's nach Bonn, dann geht's gleich weiter nach Straßburg. 2 nicht ganz unwichtige Spiele. Also es geht am Samstag sogar schon nach Bonn und dann direkt weiter nach Straßburg. Ja, Straßburg ist wahrscheinlich mitbeschickt, dass ich denke, dass das die beiden stärksten Gegner sind in unserer Gruppe. Das heißt, die haben wir gleich einmal vorne weg. Da kennen wir uns gleich mal aus, das ist schon ganz gut. Ja, Bonn ist traditionell ein schwieriges Pflaster, das kennen wir. Bonn ist Bonn, da hat sich auch dieses Jahr nichts verändert. Viele neue Spieler, aber am Ende vergleich als die. Das heißt, das ist ein ganz gefährliches Pflaster, wo man sehr diszipliniert spielen muss und dann auch wirklich seine Aufgabe machen muss. Aber Bonn ist ein Playoff-Team des letzten Jahres. On the road wäre ein Big Win für uns und das danach streben wir. Dann lassen wir uns überraschen. Bis wir uns hier wieder sehen, müssen wir ein bisschen warten. Ich glaube, es ist am 21. Oktober, das ist ein Sonntag, 15 Uhr, dann Heimspiel. Endlich geht es dann auch los in der Basketball-Bundesliga in der Oberfrankenhalle. Gegner sind dann die Basketball-Löwen aus Braunschweig. Ja, müsst ihr noch ein bisschen mehr trinken heute, dass ihr es bis dahin noch schafft dann. Ja, schönen Abend noch und dann bis zum Heimspiel gegen Braunschweig. Danke fürs Kommen.